Meine lieben Freunde, ich spreche zu euch, weil ich viele Reaktionen auf mein Zitat erhalten habe, das ich gestern gepostet habe. Ich habe geschrieben, Angst ist eine Liebeserklärung an das Leben. Viele Menschen haben mir geschrieben, dass sie dieses Zitat nicht verstehen, was ich damit meine, und ich möchte euch gerne dazu eine Geschichte erzählen. Ich arbeite als Hypnosetherapeut und eines Tages kam eine Klientin zu mir in meine Praxis und sie sagte mir, sie wolle nicht mehr leben, sie wolle sich das Leben nehmen. Das war schon bekannt von ihr. Sie war in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung und ich musste mit dem Psychiatern und mit ihrem Psychotherapeuten Rücksprache halten, um sie komplementär begleiten zu können. Ich habe sie gefragt, weshalb dies so sei und sie hat mir gesagt, sie habe sich ihr Leben lang nie vollständig gefühlt. Sie habe sich nie ganz gefühlt. Ich fragte sie, weshalb dies so sei, und sie sagte mir, dass sie glaubte, sie hatte eine Zwillingsschwester, von der man ihr nie erzählt hat. Leider waren all die Menschen, die dies hätten wissen können, schon verstorben. Die Psychotherapeuten waren verzweifelt. Sie hatte Suizidversuche hinter sich und wollte nicht mehr leben. Ich sagte ihr, okay, mal angenommen, du hättest wirklich eine Zwillingsschwester gehabt. Stell dir vor, du könntest ihr begegnen. Was würde sie dir sagen? Dann ist etwas geschehen, das mir Gänsehaut gemacht hat, etwas unglaublich Schönes. Ihre Zwillingsschwester sagte ihr, hey, lebe nicht nur für dich, lebe auch für mich. Dieser Moment hat sie positiv tief geprägt. Dieser Moment hat ihr den Antrieb gegeben. Obwohl alle glaubten, dass sie das Leben nicht geliebt habe, hatte sie von ihrem Unterbewusstsein ein Signal bekommen, dass sie diesem Gefühl, das Leben doch lieben und schätzen zu wollen, gefolgt. Und sie ist zu mir gekommen. Sie hat in der Hypnose diese Erkenntnis gehabt und sie hat für sich die Entdeckung gemacht, dass das Leben wunderschön und absolut lebenswert ist. Mir wurde bewusst, dass selbst dann, wenn wir Angst verspüren, womöglich unser Unterbewusstsein uns ein Zeichen dafür gibt, dass es das Leben angstfrei genießen möchte. Und dass Angst ein Zeichen sein kann vom Unterbewusstsein, das Leben lieben zu wollen, schätzen zu wollen, genießen zu wollen. Angst kann ein Zeichen der Liebe sein. Wenn wir das Leben voller Freude genießen und das Leben lieben, kann Angst ein Zeichen sein, dass wir eben befürchten, das Leben nicht mehr lieben und schätzen zu können. Derjenige, dem das Leben egal ist, dem es keine Rolle spielt, ob er nun lebt oder stirbt, der hat auch keine Angst. Angst kann ein Zeichen der Wertschätzung sein, dem Leben gegenüber. Natürlich ist Angst oft auch lähmend, blockierend und nicht angenehm. Und es ist die Kraft der Angst, die wir nutzen sollten, um aus der Angst heraus etwas Positives entstehen zu lassen. Denn in allem Negativen ist irgendwo eine Perle des Positiven verborgen. Und die können wir finden, sollten wir finden, dürfen wir finden. Ich selbst weiß, was Angst bedeutet. Ich hatte keinen einfachen Start auf diesem Planeten. Ich hatte eine eigenartige Anfallserkrankung. Ich wurde bis aufgerundet 30 Mal täglich bewusstlos. Täglich, jeden Tag bis 30 Mal bewusstlos. Ich habe vergessen zu atmen, als ich auf der Welt war. Man musste mich reanimieren. Mein Vater hat sich das Leben genommen und ich wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß, was Hilflosigkeit bedeutet. Und diese Perle des Positiven muss nicht unmittelbar sichtbar werden. Vielleicht wird sie auch einfach sichtbar durch eine Botschaft, die du der Welt mitgibst. Eine Botschaft, wie dieses Video es sein kann. Eine Botschaft, deine Worte, die die Welt bewegen. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Das Allerbeste. Denn du hast das verdient.